Guten Morgen! Da ich ja auch mit einer ziemlich bewussten Freundin zusammen bin, werde ich ja als ebenfalls recht bewusster Mensch immer mal wieder auch auf Dinge hingewiesen, die man noch bewusster machen könnte. Bewusst immer im Sinne von einem Handeln analog der eigenen Überzeugungen. Also ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass wir nicht sinnlos Müll produzieren sollten. Aber es gibt Situationen, wo es in der Tat Unterschiede in der persönlichen Abwägung, ob man Müll verursacht oder nicht, anhand der Situation gibt. Konkret hatte ich ein Kleidungsstück gekauft. Da es das erste seit 2 Jahren ist, gibt es dazu auch noch ein extra Video. Ja, aber viele wissen es ja schon. Aber egal. Auf jeden Fall hatte ich nur eine Tasche, in der ich noch irgendeine klebrige Flüssigkeit in dem enthalten war. Und ich dann dankend eine Plastiktüte um mein neues Kleidungsstück in Empfang genommen habe. Man sicher aber auch auf die Plastiktüte verzichten hätte können und das Kleidungsstück dann eben, ja, wenn es verklebt ist, in die Waschmaschine hätte geben können oder einfach außerhalb der Tasche in der Hand die ganze Zeit tragen hätte können. Aber jetzt geht es gar nicht um das konkrete Beispiel. Das war nur wieder so ein Aha-Moment, wo ich eine ganz klare Option gewählt habe, die nicht optimal ist. Auch wenn ich oft das Gefühl habe, dass ich doch sehr bewusst optimal unterwegs bin. Und deswegen möchte ich Euch inspirieren anhand meiner persönlichen Erfahrung. Immer bewusst im Sinne meiner Überzeugung. Jemand, der bewusst Menschen umbringt, der kann auch sehr bewusst leben. Na? Bewusstheit. Aber meine Überzeugung ist unter anderem nicht den Tod von Menschen herbeizuführen, sondern eben möglichst wenig Müll zu produzieren. Und ich trete manchmal anderen mit einer ganz schönen Selbstsicherheit, fast schon Arroganz, was das Thema Müllvermeidung angeht, gegenüber. Und ihr werdet das nachvollziehen können. Ihr kennt mich ja mittlerweile seit 560 Tagen, dass ich durchaus oftmals sehr, sehr selbst überzeugt rüberkomme. Und das ist eine Eigenart von mir, die ist mir jetzt wieder bewusst geworden. Und ich bin mir sicher, es gibt auch Themen, wo ihr der Meinung seid, dass ihr wahrscheinlich ganz schön bewusst lebt. Das heißt die Ernährung, die Vorstellung bezüglich einer sauberen Umwelt oder irgendeine berufsspezifische Bewusstheit. Oder eben der bewusste Mörder, der einfach der Meinung ist, dass es zu viele Menschen auf dieser Welt gibt und deshalb die Menschen umbringt. Jeder hat so eine Sache, wo er sagt, da bin ich ziemlich bewusst. Ja. Aber eigentlich gibt es immer jemanden, der noch konsequenter, ergo bewusster bei dieser bewussten Sache ist als ihr. Und dann findet ihr Euch in der Rolle wieder, Euch zu rechtfertigen und zu erklären, warum ihr in einer Situation nicht so konsequent, so bewusst das Leben lebt wie dieser andere Mensch. Ihr seid plötzlich der Mensch, den ihr immer vor Euch seht und den ihr darüber belehrt, dass er doch bewusster leben soll. Immer in Bezug auf die eine Tatsache, um die es sich jetzt gerade handelt. Es gibt kein generelles bewusstes Handeln. Es gibt die Bewusstheit, aber die habe ich in einem anderen Thema abgearbeitet. Es gibt natürlich auch noch ein Bewusstsein. Das ist wieder eine andere Sache. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Aber da geht's. Aber hier geht es wirklich nur, ich will das ganz speziell sagen, innerhalb der Bewusstheit um das Credo des Perfektionismus. Das ist ganz gut ausgedrückt. Wirklich von einem Element in dem Leben. Praktisches Beispiel, bewusst fernab von Umweltverschmutzung und Tierschutz, um Euch das einfach mal klarer zu machen, welcher Kontext hier gemeint ist. Wenn ein Mensch, wie eben geschildert, der Meinung ist, wir haben zu viele Menschen auf dieser Erde und daher bringt er so viele Menschen wie möglich um. Da kommt in die Situation, wo er in den dunklen Wald geht und eine einsame Person hilflos an sich vorbeistreifen lässt, ohne sie umzubringen. Dann führt er, weil er jetzt gerade Kaugummi gekaut hat und sich an dem Geschmack erfreut hat, dann führt er ein unbewussteres Leben als ein Mörder mit selber Intention, der aber in diesem Moment bewusst analog seiner Überzeugung sie zu 100% ausnutzt, die Situation, und die Person umbringt. Und wenn wir uns in unserem Leben umschauen und unsere Überzeugungen, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung oder einen geringen ökologischen Fußabtritt oder der Wunsch nach Gleichberechtigung aller fühlenden Lebewesen vor Augen halten, gibt es, ich würde sogar behaupten, immer eine Optimierungsmöglichkeit von dem, wie man selber handelt. Aber, und das ist der Kern des heutigen Videos, wir halten uns persönlich schon total oft für das Optimum und behandeln andere nicht so
nicht so, dass wir das wissen, dass es noch besser geht oder dass es schlechter geht, sondern wir behandeln sie in irgendeiner Sache, in irgendeiner Weise, dass wir sie herabwürdigen. Und wir sagen das von oben herab. Wir halten ihnen einen Vortrag über die Sache als solches. Und wahrscheinlich auch immer gekoppelt mit der Bewusstheit an sich, ne? Wie unbewusst der Mensch ist und so weiter. Wir agieren nicht auf einer Ebene. Wir informieren nicht, sondern wir belehren. Weil wir relativ in diesem Moment bewusster sind. Aber ist dieses Verhalten wirklich gut? Ist es gut, sich zu erheben und womöglich auch noch die Augen zu rollen oder abschätzige Bemerkungen zu machen? Nein, natürlich nicht. Ein sanfter Hinweis, dass derjenige gerade die Möglichkeit hat, bewusster, analog seiner Überzeugung, na, das ist ganz wichtig, dass er da die Möglichkeit hat, bewusster zu handeln, das ist wunderbar und sicher auch die Ideallösung. Es geht aber wirklich immer nur, wenn derjenige auch bewusst sein möchte in einem bestimmten Aspekt, zum Beispiel Tierliebe oder so. Na. Sich aber selber, nur weil man in Relation zu einer anderen Person in einem Aspekt und eventuell auch nur in einer Situation bewusster, bewusster handelt, sich diesen Menschen überlegen zu fühlen, ist im Kontext vorangegangener Thesen oder These, dass es immer einen Menschen gibt, der im selben Kontext Euch herablassend behandeln könnte, einfach ja, ziemlich lächerlich. Praktisches Beispiel. Ihr habt Euch bewusst das Ziel formuliert, dass für Euch nicht unnötig, sage ich mal, Lebewesen sterben sollten. Ihr lebt da komplett vegan zum Beispiel und seid Ehrenmitglied im Verein der Rettung bedrohter Tierarten und arbeitet ehrenamtlich auf einem Gnadenhof. Natürlich begegnen euch oft Fleischesser und ihr fühlt euch immer etwas überlegen, was das unnötige Töten von Tieren angeht. Dann und wann flutscht auch mal konsequenterweise eine kleine Bemerkung heraus, die dem anderen zum Beispiel als Lebewesen Mörder dastehen lässt. Oder machen wir es etwas softer. Ihr weist ihn darauf hin, dass er mehr tun könnte und betrachtet euch als ja, relativ moralische Instanz und entsprechend überzeugt seid ihr von eurem Tun. Fühlt euch doch ruhig mal rein in die Situation. Ich denke viele kennen das Gefühl in irgendeiner Sache. Wie gesagt, nicht nur als Veganer, sondern auch als Maurer, der die Fugen bewusster macht als derjenige, der jetzt gerade ausgebildet wird, ne? Und dem dann darauf hinweist. Gibt's ganz viele Beispiele. Wir haben häufig die Überzeugung, wir halten das ultimative Recht, als gäbe es keine Steigerungsmöglichkeit, obwohl es sie im Endeffekt wirklich fast immer gibt. Aber zurück zu unserem Beispiel. Ihr als Veganer, der andere als, ja, als Lebewesenmörder sieht, lauft nun einem beliebigen Tag spazieren und ein Mann mit einem Besen kommt auf euch zu und ihr seht, wie er vor jedem Schritt mit dem Besen die Kleinstlebewesen vor sich wegkehrt. Dieser Mensch ja, weist euch nun auf euren unbewussten Gang hin und bezeichnet euch als Lebewesenmörder. Und ihr spürt, dass er euch in irgendeiner Weise, dass er sich überlegen fühlt. Wie reagiert ihr? Die meisten Menschen beginnen sich dann zu rechtfertigen, dass Ameisen oder Bienen, die gerade am Boden weilen, keine Lebewesen sind, die es zu schützen gilt. Oder dass es einfach zu viel verlangt ist, mit einem Besen die ganze Zeit rumzulaufen. Und dann denkt mal an die Argumente der Fleischesser. Schwein, Rind und Huhn, das sind keine Lebewesen, die man schützen müsste, sondern man isst sie. Und vegan werden, das ist viel zu aufwendig und das kann man auch keinem zumuten. Macht's da Klick in eurem Kopf? Hört auf, über andere moralisch zu urteilen, nur weil sie sich an einer anderen Stelle befinden. Derjenige, der zwar Fleisch isst, mag trotzdem die Überzeugung haben, tierlieb zu sein und bewusst auch danach zu handeln, indem er zum Beispiel einen Hund ganz lieb hält und vielleicht sogar seinen Fleischkonsum einschränkt. Aber er ist eben nicht auf eurem Level. Aber wenn ihr euch moralisch erhaben fühlt, dann fühlt euer Gegenüber das auch. Und dann fühlt derjenige sich dann auch etwas schlechter, weil ihr das ja auch vielleicht raushängen lasst. Und er reagiert mit Rechtfertigung und auch mit Abweisung. Wie könnt ihr also erwarten, dass ein Fleischesser euch zuhört und eben ja, nicht irgendwelche sinnlosen Argumente, die schnell herbeigeholt wurden, verwendet und für den Fleischkonsum quasi plädiert, ihr aber genauso handelt auf anderer Ebene, wenn der Mensch mit dem Besen auf euch zukommt? Wenn ihr diesen Zusammenhang begreift und euch in Zukunft nicht überlegen fühlt, weil ihr die Fugen besser ziehen könnt,
Menschen besser unter die Erde bringt oder eben tierlieber seid, passiert etwas Seltsames mit euch. Ihr werdet zu dem Menschen mit dem Besen, der euch begegnet, einfach sagen, ja, du hast recht und ich könnte mehr tun. Und genauso würdet ihr viel angenehmer auf einen Fleischesser wirken, weil ihr nun versteht, wie menschliches Handeln funktioniert. Es werden oft relative Zusammenhänge für ein absolut nicht angebrachtes Überheblichkeitsgefühl benutzt, um sein Ego zu stärken. Befreit euch von dieser Art des Denkens und des Handelns und seid bewusst darüber, dass ihr irgendwo in einer Kette von bewussten Menschen steht, die euch überlegen oder die euch unterlegen in diesem einen betrachteten Punktesinn. Und erkennt wirklich an, dass jeder seinen eigenen Weg geht und ihr mit Informationen, Inspiration dafür sorgen könnt, dass die Menschen ihren eigenen Wünschen besser gerecht werden. Weil viele wünschen sich, dass sie tierlieber sind oder dass Tiere respektiert werden oder dass sie ökologischer handeln. Das wünschen sich sehr, sehr viele. Die sind aber nicht alle vegan. Ja? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, konnte euch etwas inspirieren, da mal drüber nachzudenken. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Ciao.